Generell ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Nachkorrektur nach einer Augenleseroperation braucht, ca. 5%. Wir unterscheiden zwei Gruppen der Nachkorrekturen. Nachkorrekturen, die unmittelbar nach der Augenleseroperation auftreten. Diese werden dann gescreent bei der Monatskontrolle oder Drei-Monatskontrolle. Das nennen wir unsere Qualitätssicherungskontrolle. Und die zweite Art der Nachkorrekturen kommt zustande durch das natürliche Verändern der Augen. Und diese können dann auch in meisten Fällen im Laufe der Zeit, egal ob nach einem Jahr oder nach zwei, nach fünf Jahren, gut korrigiert werden.